Hallo lieber Stier und willkommen zu deiner Tarot-Botschaft für die erste Monatshälfte im September, den Zeitraum vom 1. bis 15.09. Ich bin Daniela und ich schaue direkt für dich in die Karten und ich habe hier die Naturgeister gezogen. Das ist eine sehr, sehr schöne Karte, die dich einlädt, dich zu erden, in der Natur zu sein, jetzt gerade auch den Spätsommer noch schön draußen zu genießen und eben mal zu schauen, was es in der Natur nicht doch alles zu entdecken gibt. Ja, also das ist auch eine Karte für die Kommunikation mit den feinstofflichen Reichen, mit den Baumwesen, den Devas, den Feen, den Elfen. Und ja, insofern ruft dich die Natur, vielleicht ein bisschen Zeit in ihr zu verbringen. Und ich habe hier das Wissen. Das Wissen. Und ja, ich denke, wir wissen alle, dass es in der Natur Naturgeister gibt. Und die Karten laden dich ein, das Ganze eben auch noch mal ein bisschen weiter zu entdecken. Wir schauen weiter in die Tarotkarten für den Stier. Ich ziehe wieder drei Karten. Die erste ist nochmal die Aufgabe, die Herausforderung, worum es geht. Die zweite ist der Rat der geistigen Welt. Und die dritte ein mögliches Ergebnis, das immer mit dem Denken, Fühlen und Handeln zusammenhängt. Ich habe auch für dich hier die drei der Münzen, die Arbeit, der Fehlschlag, die sieben der Münzen und der Stern. Wenn es dir nicht gut geht, ja, wenn du merkst, dass das Leben im Außen herausfordernd ist, dich aufwühlt, ja, dann erde dich in der Natur. Und was ich eben auch, was die geistige Welt hier gleich anspricht, ist, dass du dir Sorgen machst, dass irgendetwas nicht klappt, dass irgendetwas nicht schief geht, dass irgendetwas Konsequenzen haben wird, ja, dass irgendetwas falsch läuft, nicht läuft, was auch immer, ja, das ist irgendwie so eine sehr sorgenvolle Energie und eine Stressenergie, die ich hier wahrnehme. Wir haben hier die vier der Stäbe. Die vier der Münzen. Und den Wagen. Also was ich hier eben auch noch sehe, ist, dass du etwas aber auf eine sehr positive Art und Weise zu Ende bringen kannst. Ja? Wichtig ist, dass du dich erdest, wichtig ist, dass du auch hier deinen Geist öffnest für die Informationen, die in der Natur zu dir kommen. Die Natur hat eine eigene Intelligenz, die immer überlebt, ja, die Natur ist immer auf Lösungen ausgerichtet, auf neue Wege ausgerichtet und darauf ausgerichtet zu überleben. Ja, das sieht man quasi, wenn bei einer Pflanze irgendwie die Bäume, die werden ja auch immer abgeschnitten und die Büsche, die wachsen trotzdem immer wieder neu. Die finden immer wieder zu ihrer Kraft und finden eben immer auch wieder so, ja, einfach in sich die Energie aus sich selbst heraus zu wachsen und etwas Neues zu kreieren. Und so sieht man das in der Natur bei allen möglichen Pflanzen und Wesen, dass sie einfach immer wieder wachsen, immer wieder aus sich herauskommen, ja. Und ich habe das Gefühl, dass die Natur dir hier sehr wertvolle Lösungen an den Weg geben will und dass das Ganze, was hier schwierig ist, möglicherweise auch eine Chance sein kann, dich zu verbessern, quasi in deinem Leben einen Schritt nach vorne zu machen, einen Schritt höher zu gehen, auch in deiner Energie. Und da geht es eben jetzt darum, dass du aus dem, was dir hier Sorgen machst, auch einen Schritt heraus machst und etwas Positives erdest, ja. Und wie gesagt, in dieser Schwierigkeit, die hier in deinem Leben ist, liegt eine Riesenchance. Ja, eine Riesenchance zu wachsen, auch eine Riesenchance, Weichen zu stellen, die auf eine neue Art und Weise in die Zukunft zeigen, ja, die
möglicherweise auch etwas Altes abschließen und etwas Neues beginnen lassen. Ja, die Vier der Stäbe ist immer eine Karte der glücklichen Vollendung, wo wir quasi etwas abrunden können, ja, etwas abschließen können, um dann auf einer höheren Ebene weiterzumachen. Und es mag sein, dass dir das Ganze hier irgendwo Gedanken macht, ja, die Vier der Stäbe kann auch immer mal eine Prüfung anzeigen oder irgendetwas, worauf wir warten, eine Bestätigung, ein Zeugnis oder sowas, wo es dann einfach auf einer höheren Ebene weitergeht. Und wie gesagt, es ist an dir, hier etwas zu erden, Weichen zu stellen, ja. Wenn wir etwas erden, stellen wir eben auch Weichen. Und das Ganze liegt hier einfach als Riesenchance für Wachstum und auch für die Bewegung in eine neue Richtung, ja. Es mag sein, dass du hier intuitiv noch irgendetwas in dir erkennen darfst, ja. Und um an diese Erkenntnis zu kommen und diesen Schlüssel zu finden, laden dich die Karten ein, wirklich sehr viel Zeit in der Natur zu verbringen, dich zu erden, den Kopf frei zu kriegen von deinen eigenen Problemen und Herausforderungen und eben einfach nur mal mit der Natur zu sein, zu schauen, wie die Natur arbeitet, wie die Natur sich gestaltet, wie so ein gesundes Ökosystem auch funktioniert. Und das wird dir die Impulse geben, wie du das Ganze hier transformieren kannst, ja, wie du das auf eine sehr erfolgreiche und positive Art und Weise für dich selbst und andere transformieren kannst. Und ich habe das Gefühl, dass sich hier auch nochmal neue Wege ergeben in die Zukunft, ja, dass das Ganze wie so ein Sprungbrett sein kann für etwas Neues. Ja, das bekomme ich. Ich bekomme wirklich dieses Wort Sprungbrett, dass die Dinge, die schwierig erscheinen oder unlösbar oder die wirklich Sorgen machen, im Endeffekt mit dem richtigen Wissen ein Sprungbrett sein können in eine sehr positive neue Energie oder auch ein sehr positives neues Leben. Also das hier mit diesem Sprungbrett bekomme ich auch immer wieder. Ja, möglicherweise ein Sprungbrett in die Zukunft. Und ich habe hier den Mondstein und der Mondstein sagt, ja, folge deiner Intuition und lebe deine Bestimmung. Denn deine Bestimmung ist das, was dich glücklich macht. Ja, lieber Stier, soweit ein Blick in die Karten für dich. Ich hoffe, die Legung war dir hilfreich, konnte dich ein bisschen inspirieren und motivieren. Ich freue mich immer riesig über Likes und Kommentare und natürlich auch über Kaffee und Super Thanks. Wünsche dir alles Liebe, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.